Mein Foto- und Videoschnitt-PC ist gute 4,5 Jahre alt und da habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein kleines Upgrade durchzuführen. Insbesondere jetzt, wo AMD den Markt so ein kleines bisschen mit neuen Prozessoren aufrüstet. Und da hat es mir vor allem der AMD Ryzen-Prozessor angetan, ein 12-Kern-Prozessor. Also dachte ich, rüste ich mal meinen Rechner auf. Mit einziger Ausnahme der Grafikkarte, denn ich habe eine 1080 GTX drin, die auch übertaktet ist, also eine relativ potente Grafikkarte, die zwar jetzt nicht mehr 100% aktuell ist, aber dennoch relativ schnell. Darüber hinaus habe ich auch ein neues Monitor-Setup, was die Brücke zwischen Gaming und farbtreuer Fotobearbeitung schlägt. Dazu aber später mehr in diesem Video. Ja, gesagt, getan, der neue Rechner steht und ich bin soweit auch zufrieden. Ich habe allerdings die, wie ich finde, wichtigste Frage beim Hardware-Upgrade aus den Augen verloren. Und das möchte ich euch heute unter anderem auch zeigen, neben den ganzen Hardware-Komponenten und meinem Setup. Und dies kann ich euch an einem kleinen Beispiel auch sehr schön veranschaulichen. Aber dafür müssen wir einmal in mein Wohnzimmer gehen. Denn ich habe heute einen Gast auf meinem Kanal, den Michael von Clickstra. Michael hat einen Hardware-Kanal hier auf YouTube. Und er hat zur gleichen Zeit einen neuen Rechner gebaut und den auch mitgebracht. Das gute Stück hier. Wie man sieht, das Teil ist auf Gaming ausgerichtet. Mein Rechner steht daneben, wie gesagt, auf Foto und Video ausgerichtet. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist, dass es im Grunde genommen fast genau der gleiche PC ist. Da sind nämlich die gleichen, exakt gleichen Komponenten drin, mit Ausnahme der Grafikkarte. Wir sprechen heute darüber, warum ich diesen Rechner so gebaut habe, was hier an Hardware eingeflossen ist. Ich stelle euch auch mein Desktop-Setup vor und ich gehe darauf ein, warum das möglicherweise gar nicht so die richtige Entscheidung war. Ja, ich würde sagen, machen wir das Schätzchen nochmal auf und gehen mal die Hardware durch. Aber vielleicht kann ich jetzt hier mal live die Folie abziehen. Extra noch drauf gelassen. Guck mal. Und man sieht auch, ich habe nicht auf die Optik geachtet, denn ich habe hier diesen super hässlichen Lüfter drin. Aber egal. Ich mache einmal hier auf, dann kann man das ein bisschen besser sehen. Und obwohl er gerade nagelneu ist, ist er schon ein bisschen zugestaubt. Ja, wie eingangs gesagt, komplett neue Hardware, bis auf die Grafikkarte, die 1080 GTX von iChill, die ist ein kleines bisschen übertaktet. Aber ansonsten habe ich ein Asus Motherboard mit dem 570er Chipsatz, eben den AMD Ryzen 9 3900X mit 12 Kernen. Hier oben den Noctua-Kühler drauf, Luftkühler, wie man unschwer erkennen kann. Der ist sehr effizient und sehr, sehr schön leise. Insgesamt ist dieses ganze System auf einen leisen Betrieb ausgelegt. Ist halt leider porthässlich. Dazu habe ich 32 GB Arbeitsspeicher, 3600 MHz, die dann eben auch zu dem AMD Chip oder CPU passen. Und hier sieht man eine Festplatte, die anderen sind hier unten drunter versteckt. Das ist in diesem Gehäuse so, dass das hier alles drunter liegt. Also die Systemplatte liegt auf der Rückseite und die anderen beiden Platten sind hier. Denn ich habe eine Platte für Videobearbeitung, eine für Fotos und eine für Spiele. Das ist also so ein kleines bisschen aufgeteilt. Ja, vielleicht sagst du auch noch mal was zu deinem, zu deiner Konfiguration. Obwohl, ich mach's einfach mal auf. Ja, gerne. Ist ein bisschen einfacher bei dir. Genau, öffnet sich schon die Glastür, denn obwohl der PC sehr, sehr anders aussieht und man nicht vermuten würde, dass da fast die identische Hardware drin steckt, ist es tatsächlich so. Wir haben den gleichen Prozessor, den du ja auch erst vor kurzem aufgerüstet hast, ne? Ja. Ich habe ebenfalls 32 GB an Arbeitsspeicher und an sich tut sich da gar nicht viel. Ich habe ebenfalls SSD-Speicher, wovon sowohl Gaming als auch Video-Editing profitiert. Der größte Unterschied ist eigentlich die goldene Mitte, und zwar die Zeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier schön beleuchtet. Alles schön beleuchtet, aber die sticht doch sehr hübsch und positiv hervor. Genau. So, also im Prinzip sieht man sehr schön, klar, optisch sehen sie unterschiedlich aus, aber die Hardware ist exakt die gleiche, bis auf die Grafikkarte. Genau. Ich denke, die meisten von euch, die sich auch mit dem Thema Foto- und Videobearbeitung beschäftigen, haben schon mal von den Irrglauben gehört, dass, naja, ich zocke nicht viel, ich brauche ja auch gar keine große Grafikkarte. Aber tatsächlich ist es gar nicht so, wie man meint. Ja, und ich meine, ich will nicht sagen, ich bin im Irrglauben auch verfallen, aber so ein bisschen ähnlich ging es mir ja auch, weil ich dachte, okay, ich habe eine halbwegs potente Grafikkarte mit einer 1080 GTX. Nicht die aktuellste Grafikkarte der Welt, aber es ist bei weitem natürlich auch keine schlechte Grafikkarte. Ich dachte also, ich brauche mehr Prozessor-Power und ich rüste alles drumherum auf. Es ist aber durchaus so, je nachdem, was man macht,
insbesondere bei mir, wenn ich DaVinci Resolve zum Videoschneiden benutze oder eben auch Lightroom und Photoshop, macht es durchaus einen sehr, sehr großen Unterschied, welche Grafikkarte man drin hat. Also es macht durchaus auch vielleicht Sinn, eine richtig dicke Gaming-Grafikkarte in das System reinzubauen, die eben Videobearbeitung, Videoschnitt, Fotobearbeitung und so weiter beschleunigt. Weil mittlerweile setzen all diese Programme eben auch Grafikkarten, Prozessorkerne mit zur Bearbeitung ein. Das Ganze wollen wir natürlich nicht einfach so stehen lassen, das haben wir auch getestet. Ich habe natürlich meinen alten PC, das ist im Übrigen mein alter Rechner hier, ja, schönes, gutes, altes Gehäuse, ist halt andere Komponenten drin. Den habe ich natürlich getestet gegen mein neues System und das neue System lassen wir jetzt auch gleich nochmal antreten gegen Michaels System, wo wir eben, wie gesagt, nur die Grafikkarte als einzigen Differenzierungsfaktor haben und dann kann man mal sehen, was das für einen Unterschied macht. Bevor wir jetzt aber direkt mal die Unterschiede zeigen, was so eine Grafikkarte ausmacht, kannst du ja vielleicht nochmal auf das Thema Mac und Windows eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele noch eher auf Mac setzen. Richtig, also das ist natürlich auch immer wieder etwas, was in den Kommentaren kommt, insbesondere als ich meinen Laptop vorgestellt habe. Es gibt immer noch den Irrglauben, dass die Leute sagen, man muss, wenn man X macht, einen Mac haben oder einen Windows-Rechner haben oder das eine ist besser als das andere. Das kann man grundsätzlich nicht so sagen. Erstens ist es so, dass natürlich Macs ebenso auf PC-Hardware setzen mittlerweile wie PCs. Das ist halt eine andere Software drauf. Und dann kommt es total darauf an, welche Software setze ich ein. Wenn ich mit der Adobe Creative Cloud mit den Applikationen arbeite, also Photoshop und Lightroom zum Beispiel, sind es essentiell die gleichen Programme. Wenn ich mit DaVinci Resolve meine Videos schneide, ist es essentiell auch das gleiche oder Premiere Pro. Es ist ein bisschen was anderes, wenn ich Apple-native Programme nutze, wie zum Beispiel Final Cut. Die sind tatsächlich mehr auf die Hardware zugeschnitten, die Apple eben einsetzt. Das ist aktuell noch, sind Intel-CPUs, aber AMD-Grafikkarten. Unterstreicht eigentlich nochmal mehr den Punkt, dass es total wichtig ist, dass man sich vorher fragt, was möchte ich damit machen, welche Programme nutze ich das und wie greifen die auf die Hardware zu. Wie gesagt, bei DaVinci Resolve ist grundsätzlich hardwarehungrig, da ist es wichtig, einen schnellen Prozessor zu haben, eine schnelle Grafikkarte zu haben, so viele wie möglich auch noch. Also das ist extrem hardwarehungrig, aber auch schnellen Arbeitsspeicher. Und wie gesagt, bei anderen Programmen mag das wieder ein bisschen anders ausfallen. Soweit, so gut, so viel zur Hardware. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder rüber in mein Arbeitszimmer und da zeige ich euch mein Desktop-Setup, denn ich habe auch noch zwei neue Monitore. So, wir schauen, wie versprochen, nicht nur unter den Schreibtisch, wo der PC steht, sondern auch auf den Schreibtisch drauf, denn ich habe, wie gesagt, zwei neue Monitore bzw. ein neues Setup, wie ich oder was für Monitore ich einsetze und warum ich das so tue. Bevor ich euch die zeige, das sind zwei Monitore von BenQ. BenQ hat mir die Monitore netterweise zur Verfügung gestellt, es fließt aber kein Geld und alles, was ich dazu sage, ist auch meine eigene Meinung. Mir nur wichtig, dass ihr das wisst. Ja, und würde ich sagen, drehe ich mal die Kamera um und zeige euch mein Setup. Ich setze auf ein 2-Monitor-Setup, denn ich brauche hohe Farbgenauigkeit und einen großen Farbraum für Foto- und Videobearbeitung, aber auch ein schnelles Display mit hoher Bildwiederholfrequenz zum Zocken. Das schließt sich ja für gewöhnlich aus. Rechts ist der EX2780Q, ein 27 Zoll Gaming-Monitor mit WQHD-Auflösung. Und links der BenQ SW270C, ein von Werk aus kalibrierter Monitor für Fotografen mit besonders hoher Farbgenauigkeit. Als Lautsprecher nutze ich zwei sogenannte Nahfeldmonitore von Yamaha aus der HS8-Serie, die von einem Steinberg Audio-Interface befeuert werden. Rechts neben dem Gaming-Monitor steht für gewöhnlich meine Kamera auf einer, sagen wir mal, semifesten Position für meine Studioaufnahmen. Ja, mit diesem Setup mache ich eigentlich alles. Ich habe jetzt die neuen Monitore schon seit gut einem Monat im Einsatz und bin durchaus sehr angetan. Der Gaming-Monitor fungiert als mein Hauptmonitor. Er hat 144 Hz und FreeSync, funktioniert aber auch mit Nvidias G-Sync und deckt immerhin 95% des DCI P3 Farbraums ab, der ja bekanntlich eine Ecke größer als sRGB ist. Er taugt sehr gut als Produktivitäts- und Alltagsmonitor. Und das ist auch das erste Mal, dass ich einen Monitor mit FreeSync einsetze. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr missen. Wenn ich dann doch mal farbkritisch arbeite, sei es für Foto oder Druck oder Videobearbeitung, schaue ich als Referenz auf den Fotomonitor. Wie gesagt, ab Werk Hardware kalibriert mit Kalman und Pantone Zertifizierung. Er kommt sogar mit einem detaillierten Kalibrierungsreport. Der Fotomonitor deckt 100% sRGB und 99% Adobe RGB ab.
Er wird mit einem sogenannten Hotkey-Puck ausgeliefert, mit dem man zum Beispiel schnell zwischen Farbräumen oder auch Eingangsquellen hin und her schalten kann. Das ist wirklich sehr praktisch und das nutze ich auch tatsächlich täglich. Der Monitor unterstützt auch HDR10. Das ist zwar aufgrund der Helligkeit von 300 Candela nicht so beeindruckend wie zum Beispiel auf einem HDR-TV mit 1000 Nits, aber eignet sich durchaus, um Videos in HDR zu graden, um sie dann später auf dem TV zu genießen. Und ja, ich arbeite gerade an einem HDR-Remaster einiger Fotoreisen. Das ist ein etwas komplizierter und spezieller Workflow als normal. Bei Interesse gehe ich da gerne mal in einem separaten Video drauf ein. Im Übrigen unterstützen beide Monitore USB-C mit Power Delivery. Das heißt, sie lassen sich so zum Beispiel einfach an Laptops anschließen. Das nutze ich jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich dann doch mal was auf dem Laptop erstellt habe, kann ich ihn so sehr schnell und einfach anschließen. So, jetzt aber zurück zum PC. Wir wollen uns ja nochmal die Performance-Unterschiede anschauen. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge unterschiedliche Benchmarks, die man machen könnte. Grundsätzlich habe ich mich gegen synthetische Benchmarks und für Anwendungen entschieden, die ich selber nutze. Mit einer Ausnahme. Cinebench. Einem Rendertest basierend auf der 3D-Anwendung Cinema 4D. Und hier sind die Unterschiede wohl am krassesten. Mein alter Rechner mit einem Intel Core i7-6700K Quad-Core-Prozessor und 32 GB RAM kam auf 1800 Punkte. Der neue AMD Ryzen 3900X liefert zwischen 6900 und knapp über 7000 Punkten ab. Das ist das rund dreieinhalbfache. Anders sieht es aber bei DaVinci Resolve, Lightroom oder gar Spielen aus. Ich habe zum Beispiel Borderlands 3, einem aktuellen Loot-Shooter, und Rise of the Tomb Raider getestet. Je nach Benchmark-Durchgang bekomme ich 2 bis 4 FPS mehr. Das ist also zu vernachlässigen. Aber das ist ja naheliegend, da Spiele hauptsächlich auf der Grafikkarte laufen. Auch Lightroom habe ich versucht zu testen. Ich habe 200 Fotos eines Timelapses importiert, Einstellungen synchronisiert und exportiert. Jeweils auf denselben Laufwerken und gleichen Windows-, Lightroom- und Treiberversionen. Das Ergebnis? Völlig inkohärente Zeiten. Natürlich habe ich die Tests jeweils mehrere Male durchgeführt. Mal brauchte Lightroom für den Import und das Kopieren wenige Sekunden, mal mehrere Minuten. Auch der Export schwankte zwischen 5 und 10 Minuten. Egal auf welcher Maschine. Lightrooms Ressourcenverwaltung ist völlig ineffizient und das Programm skaliert nicht auf deutlich schnelleren CPUs. Das ist aber leider auch keine Neuigkeit. Als letztes habe ich mir noch DaVinci Resolve angeschaut, mein Videoschnittprogramm. Ich habe mir ein kurzes Video zusammengebaut, was unterschiedliche Teile des Rechners ansprechen soll. Bei DaVinci Resolve, Studioversion vorausgesetzt, ist es eben vor allem die Grafikkarte, die das Rendern beschleunigt. Der Nvidia-Encoder ist sehr viel schneller als der native Hardware-Encoder. Da macht die CPU offensichtlich nicht so viel aus. Deshalb haben wir das zum Spaß auch nochmal auf Michaels Rechner mit der Titan RTX laufen lassen. Identischer Rechner, krassere Grafikkarte. Und siehe da, die Renderzeit hat sich mehr als halbiert. Ja, soweit mein Setup. Wie ihr gesehen habt, trennt ein Video- und Foto-Bearbeitungs-PC nicht viel von einem Gaming-PC. Also es ist ein bisschen die Frage, was man damit am Ende des Tages macht. Und eben die Tatsache, dass eine Gaming-Grafikkarte eben nicht nur für Gaming geeignet ist, sondern durchaus auch zum Beispiel DaVinci Resolve beschleunigt. Zusammenfassend natürlich, wie immer, muss man sich vorher die Frage stellen, wofür setze ich die neuen Komponenten ein, beziehungsweise was erwarte ich oder was möchte ich, dass sich verbessert. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf PCs, sondern auch auf Kameras und Objektive. Also viele Leute fragen immer, ja, welche Kamera empfiehlst du oder soll ich von da nach da umsteigen? Das ist die erste Frage immer, was möchtest du denn eigentlich verbessern? Ja, also die Kamera ist irgendwie besser, ist halt ein bisschen nebulös, da ist es schon gut zu wissen, was genau besser werden muss. Und die gleiche Frage, die hätte ich mir selber auch stellen müssen, bevor ich abgegradet habe, nämlich welche Programme nutze ich und welche Programme hoffe ich, dass sie schneller werden? Ist das ein Satz? Von welchen Programmen hoffe ich, dass sie schneller werden? So rum. Und wie gesagt, wie ich vorhin gezeigt habe, beim Beispiel DaVinci Resolve, es kann durchaus auch mal sein, dass man einfach in eine fette Gaming-Grafikkarte investiert und die das System schneller macht. Und man muss gar nicht so und so viele Kerne mehr haben. Also das alleine bringt tatsächlich nicht immer was.
Wie gesagt, ist nicht universell übertragbar. Guckt euch eure Programme an, mit denen ihr arbeitet, und dann überlegt euch, wo der Flaschenhals in eurem System ist. Wenn ihr das genauer herausfinden wollt, kann man im Taskmanager zum Beispiel die Leistungsdaten anzeigen, und dann sieht man, welche Komponenten vom Prozessor, vom PC wie beansprucht werden. Und dann macht das Upgrade entsprechend eurer Flaschenhälse im System, wenn man das so sagen kann. Ja, ich hoffe, der Einblick war einigermaßen interessant. Wenn dem so sein sollte, gebt mir einen Daumen nach oben, das hilft mir mit den Bewertungen. Falls noch nicht geschehen, lasst vielleicht ein Abo da. Schaut auch auf jeden Fall nochmal bei Michael auf dem Kanal vorbei. Clickstra ist, wie gesagt, der Kanalname. Ich verlinke natürlich alles in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.